Moin Leute und willkommen zurück zur Doom Beta. Heute auf Hitzewelle. Ja, und ich habe gerade eine Partie gezockt gegen Leute, so nochmal zum Einspielen, aber gegen Leute, die einen Raketenwerfer die ganze Zeit benutzt haben. Was ich nicht so cool finde, da kannst du einfach die ganze Zeit draufballern. Wenn wirklich jeder mit dem Raketenwerfer rumläuft, dann ballert einfach jeder wahllos durch die Gegend und dann wird es zu einem ziemlichen Glücks- bzw. Pechspiel, da irgendwie zu überleben. In dem ganzen Feuer. Ja, ich habe jetzt nach der letzten Session, wo ich aufgenommen hatte, eine Pause gemacht. Gerade eben nochmal kurz eingezockt und jetzt geht's nochmal richtig ab. Und wir haben das Vortex-Gewehr dabei. Die Sniper des Spiels. Und die hat den netten Nebeneffekt. Wenn ihr ranzoomt, dann habt ihr den Kreis gesehen, der sich auffüllt. Dann wird die Waffe aufgeladen. Das heißt, ihr verursacht in dem Fall zum Beispiel 84 Schaden. Und das ist ziemlich cool. So, jetzt habe ich mal auch den Raketenwerfer dabei. Einfach, weil mich alle gerade genervt haben. Schön. Ach, komm. Jawohl. So, ganz normal geschossen, verursacht die Waffe 30 Schaden. Das hat nicht ausgereicht für den Typen. Na, immerhin für den einen jetzt. Oh Gott. Sehr gut. So, mit dem Teil kann man hier eigentlich auf Hitzewelle ganz gut wirklich Schaden austeilen. Also, ach Mist, der ist da direkt auch überleben gelaufen. Aber ihr seht, ich bin kein klassischer Sniper-Spieler. Insofern, ich werde es lassen, diese Waffe hier zu benutzen. Ich glaube, da gibt es Leute, die Waffe ein bisschen besser nutzen können als ich. So, Raketenwerfer kann jeder benutzen. Das ist dann nicht wie eine Sniper, wo du auch wenigstens irgendwie im Ansatz zielen musst, sondern das ist dann einfach irgendwas, wo du einfach nur draufballern musst. Das ist so der Raketenwerfer. Die eindeutig subtilste Methode. So, Granate geworfen. Dämonenrune aufgetaucht. Nein! Nein! Ah, ich vergesse immer, dass auch ich den Nahkampf theoretisch nutzen könnte. In Black Ops 3 ist der Nahkampf so extrem schwach, dass ich, dass ich mir das mittlerweile abgewöhnt habe, auch den Nahkampf zu benutzen. Oh nein, Revenant. Jawohl, die Granate hat auch noch schön Schaden ausgeteilt. Aber klar, der killt uns. Panzerung aktiviert. Weil das so ein fettes Biest ist. Das ist auch übrigens mein einziger Kritikpunkt so wirklich an dem Spiel. Das Balancing wird halt wirklich ein bisschen ad absurdum geführt, indem du diese unfassbar starken Dämonen hast. Im Moment ist es ja nur einer, aber der ist halt schon viel zu stark. Gegnerischer Dämon getötet. Revenant. Jawohl! Und jetzt werden wir zu diesem unfassbar starken Typen. Auch wenn einer, glaube ich, vor mir schon da stand. Ich habe nur noch 12,5 Sekunden. Na super. Jawohl, den Typen mit dem Grausgewehr gekillt. Kriegen wir das Grausgewehr direkt im Anschluss jetzt? Nope. Schade. Das Grausgewehr ist nämlich schon ziemlich, ziemlich fett. Jawohl. Rächer. Jawohl, 80 Rüstungen haben wir hier. So kann man sich das auf jeden Fall schon mal etwas besser genießen lassen, das Spiel. So, möchte keiner hier kämpfen gegen uns? Na? Die sehen wahrscheinlich unseren Rüstungswert und denken sich, nope, einfach nein. Heckmodul abgelaufen. Recher. Jawohl, oh. Oh Mann, was geht denn hier ab? Okay, wir haben plötzlich auch nur noch die Hälfte des Lebens. Schnell. Warum habe ich da kein Leben bekommen? Ah, warten auf Server. Na komm schon. Die Internetverbindung bei mir sieht eigentlich okay aus. Ach, schade. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, an der Stelle ein Cut und wir machen direkt bei einer anderen Partie weiter. Oder ich warte noch, bis die Partie jetzt weitergeht.
Ja, schade, dass die Partie gerade eben so abrupt beendet wurde, aber wir steigen direkt mit einer neuen ein. Wir sind jetzt hier bei der Map Höllisch, also doch nicht Hitzewelle, sondern jetzt eine andere. Haben wir mal zwei Maps in einer Folge und ich hole mir jetzt das Plasmagewehr zurück, denn auf die Waffe habe ich Bock. Die Waffe wird ziemlich, ziemlich cool. Man merkt es noch, das ist noch im Aufbau des Spiels so ein bisschen. Zum Beispiel bin ich gerade auch aus einer vollen Lobby rausgeflogen in der Spielvorbereitung. Aber das ist alles nicht schlimm. Das haben manche Spiele Team ein Deathmatch. halbes Jahr nach Release noch. Und ich meine, hier ist es vor Release. Und wenn es vor Release ist, ist es okay. Ich meine, es ist vorm Release. Und wenn es bis zum Erscheinungsdatum in Fünf, über einem vier, Monat noch drei, alles gefixt wird, zwei, zum Aufnahmezeitpunkt eins. über einen Monat, dann bin ich da voll d'accord mit. Also absolut kein Ding. Ja, auch das Tearing am oberen Bildschirmrand. Das wird auch noch alles weg sein. Und dann passt das schon. Erster Kill. Schon wieder so ein Typ mit seinem doofen Mission Kack-Raketenwerfer. verloren. Ich glaub's nicht. Vergeltung aktiviert. Wieso ist der Raketenwerfer überhaupt so effizient? Ich meine, klar, es ist ein Raketenwerfer, aber meine Güte. Nerf this, please. Ach, das ist schon wieder der Typ. Vergeltung aktiviert. Vergeltung aktiviert und da sehen wir den Typen auch, wo er langläuft. Hey! Heckmodul abgelaufen. Nö, 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 du kriegst mich nicht in den Nahkampf. Oh, und da war noch einer. Weg hier. Kurz mal Leben tanken. Dämonenrune taucht gleich auf. Nein! Nein! Da von hinten kam ja noch aufgetaucht. einer. Nachschubtimer aktiviert. Ah, ärgerlich. Oh Mann, Dämonen-Dingens. Führung verloren. Ach komm, ich konnte den zweiten Sprung nicht machen. Doppelkill. Verbündeter Revenant gespawnt. Jawohl. Verbündeter Revenant. Ach stimmt, das. Ja, komm, 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 komm. Sehr gut. Und volles Leben wieder. Verbündeter Dämon getötet. Gegnerischer Revenant gespawnt. Gegnerischer Dämon getötet. Jawohl, Verbündeter das ging ja Revenant schnell. gespawnt. So, schön hier die Rüstung aufgehoben. Und das ist das geilste Power-Up. Nein! Nein, 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 nein! Wenn man unterwegs dahin nicht stirbt. Nachschubtimer Das aktiviert. gibt euch 100 Leben, 100 Armor und das ist wirklich was Fettes. Also wenn ihr das habt, habt ihr eigentlich gar kein Problem mehr mit dem Spiel. Gut, ein Revenant ist immer noch ein Problem, aber das ist ja auch so. So, da ist glaube ich jemand gejoint, der... Doch, die sind alle gemutet. Gut. Dämonenbesessenheit beendet. Schade. Warum wurde die Dämonenbesessenheit beendet? Ich find's lustig. Heckmodul abgelaufen. Ah, falsche Taste gedrückt. Und von hinten kamen auch noch zwei. Gut. Nachschubtimer Kein aktiviert. Ding. Ich bin immer ein Mann für 1 gegen 3. Nur kann ich die nie gewinnen. Ja, sehr schön. Dafür sind diese Spiele auch nicht konzipiert, dass man 1v3 gewinnt. Und es ist auch gut so. Da sind wieder viel zu viele Gegner. Keine Munition. Jawohl. Wenig Munition.
Yes, Baby. Schöne Sache. Hier wieder ein bisschen Munition aufheben kurz. Abgelaufen. Wow, Blutbad. Dämonenrune. Oh, ich müsste mal zählen, wie viele Kills wir geholt haben. Ohne hier zu sterben. Dämonenrune aufgetaucht. Revenant. Und verdient den Revenant bekommen. Massaker. Ja, Baby. Ich mache euch alle fertig, ihr Säue. Unantastbar, du Sau. Wir können nicht sterben. Na gut, dieses eine Mal. Da hat einer 18-0 bei uns. Holy fuck, wie hat er das denn geschafft? Lebenszeichen aktiviert. Wie hat er das denn geschafft? Na, knapp. Knapp, knapp, knapp. Aber der hat einfach besser gespielt, der Kerl. Ja, auch das muss man mal zugeben können. Wenn jemand gut spielt, GG. Ich habe keine Granate. Dämonenbesessenheit beendet. Ah, der hat hier irgendwo ein Pickup aufgesammelt. No! Lebenszeichen aktiviert. Das ist doch ein Witz. Na gut, da kommt man nicht hoch. Ich glaube, das probiere ich auch wirklich jedes Match probiere ich das. Jawohl, schön weggenudelt. Kein Leben verloren, no sweat. Jawohl, schneller. Hast. Noch 5 Kills. Das Ding ist auch geil, vor allem wenn man mit einer Schrotflinte spielt. Oh nein! Wo kam die Granate her? Double Kill. Aber nice! Der Double Kill. Ah, und der hat sich das Power-Up geschnappt. Noch ein Kill. Gesnappt. Punktelimit erreicht. Ja, Punktelimit erreicht und die Granate geht trotzdem hoch. Was war das für eine geile Partie? Ich glaube, wir müssten nach diesem einen crazy Typen, der wirklich null Tode hatte, bis zu einem gewissen Zeitpunkt die meisten Punkte haben. Ja, punktgleich mit dem einen Kerl, der uns die ganze Zeit erledigt hat, aber mit einem Raketenwerfer. Ob das zählt, man weiß es nicht. Na gut, es zählt natürlich, aber ich finde, der Raketenwerfer ist halt wirklich so eine dreckige Methode, um sich die ganzen Kills zu ergaunern. Zum Einstieg ja, aber weiß nicht. So, ganz kurz nochmal geschaut, wie sieht die Punkteanzeige aus? 19-9 und er hat doch einen Tod gehabt. Ja, ärgerlich für ihn, aber ich bin absolut zufrieden mit der Partie, das war super geil. Also, wir machen beim nächsten Mal weiter und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Haut rein!